Einkommensanrechnung statt Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zum 1. Januar 2021 soll die Grundrente kommen. Viele Menschen warten schon auf die Grundrente, denn es soll mehr Rente geben. Die Rentenberater von Rentenbescheid24 merken es täglich an den Anrufen oder den Mails oder auch den direkten Rentenberatungsbuchungen. Das Thema brennt. Die Menschen wollen wissen, was ist los. Habe ich einen Anspruch oder habe ich keinen Anspruch? Und wenn ja, wie hoch fällt dann der Aufschlag zur Grundrente oder zu meiner eigenen Rente aus? Aber nicht jeder der Versicherten wird die Voraussetzungen erfüllen. Das dürfte auch klar sein. Die CDU und CSU und SPD streiten sich ja um das Thema, gibt es eine Bedürftigkeitsprüfung oder irgendetwas anderes. Bedürftigkeitsprüfung heißt in dem Zusammenhang, dass das gesamte Vermögen und Einkommen, auch der Ehepartner oder Lebenspartner, an die Grundrente angerechnet werden soll. Wer also viel hat, also ein Haus und so weiter, der wird wahrscheinlich dann auch keinen Aufschlag zur Grundrente bekommen. So geht es nach der, so will es die CDU, CSU. Die SPD fordert keine Bedürftigkeitsprüfung und jetzt gibt es ja diesen Kompromissvorschlag, dass wir eine Einkommensanrechnung machen. Was bedeutet das eigentlich? Bei der Einkommensanrechnung wird nur Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen berücksichtigt. Geplant ist hier ein Betrag von ca. 1.100 bis 1.500 Euro monatlich. Aber dafür, und das ist ganz wichtig, wird kein Vermögen angerechnet. Also auch nicht das Haus, was Sie selbst nutzen oder Aktienvermögen und sonstige Dinge. Für 2 Millionen Menschen wäre die Grundrente ein Segen, wenn sie diese beanspruchen könnten. Für wen kann die Grundrente zutreffen? Erstens für die Bestandsrentner, so sagt es der Gesetzesentwurf. Für Neurentner, auch für Erwerbsminderungsrentner, wenn die 35 Jahre Grundrentenzeiten erfüllt haben. Und auch für hinterbliebenen Rentner, Witwen- und Witwerrentner. Kommt die Grundrente, startet unser neues Beratungsangebot zum Thema Grundrente. Daneben wird es auch einen aktuellen Ratgeber zur Grundrente geben. Ich zeige schon mal den Entwurf nach oben. Ja, auch wenn Sie ihn jetzt nicht sehen können, das Ding haben, den Ratgeber haben wir schon seit März oder seit Mai diesen Jahres fertig. Wir warten einfach nur darauf, dass hier eine Einigung kommt. Dann können Sie diesen Ratgeber auf unserer Internetseite www.rentenbescheid24.de auch runterladen. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und der Grundrente eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.